Es geht nicht, es ist wurscht. Dir ist wurscht? Okay, Alter, was geht ab, Leute? Team Bubble Tea. Wir haben heute den Kerl hier. Und er zeigt uns seinen Shadow sogar auf Deck. Okay, also die wichtigste Art im Deck: DLS. Brauchen wir immer. Zwei Falco, weil ich auf mein Normal Summon spiele, da sind drei zu viele. Zwei Igel, reichen komplett, um seine Hands zu füllen und die Fusion zu enden. Zwei Skomata, ich habe die Mathematik, um die Liste in den Friedhof zu bekommen und natürlich um die Engine zu laufen zu bekommen. Zwei Drachen, ich würde persönlich nur einen spielen, aber da hier sehr viel Kreatur läuft, würde ich zwei empfehlen, um die Scouts zu entfernen. Zwei Beasts, drei sind zu viele, man kennt das, man zieht zu viele auf den Starter, man will sie nicht haben, man will ja nicht nur 10 EC. Dann zwei Mathematiker, ich komme noch dazu, warum nur zwei. Normal Summons sind sehr wichtig in dem Deck, aber reichen zwei. Okay. Denn die Normal Summons werden von den Zeptern benötigt, die zusammen mit den drei Grünen die beste Engine überhaupt in dem Deck spielen. Dadurch kommt man sehr schnell zu Konstrukt, man hat immer Handkarten. Macht 4 plus 1 oder gleich plus 4 oder 5, wenn man Delta rauskommt. Das Set ist meine 2 Handtraps. Ich spiele einen Baylor und eine im japanischen Okyuki und Schneehase. Wie kam die bisher so? Sie kommt sehr gut. Wie gesagt, hier läuft viel Clifford rum. Man kann die Gegner auf Karten schießen. Wenn die Effekte kommen, wenn BLS auf dem Gegner spielt, dann legt er mal Zero Match Shot. Man kriegt die Karten weg. Der einzige Nachteil natürlich, man verliert die Effekte nicht. Die tun sehr weh. Es ist gut, Zeit, sie kann immer kommen, sie muss nicht nur in der Mainphase kommen. Dann, das waren die Monster. Kommen wir zu den Zauberkarten. Ich persönlich bevorzuge 5 Fusionen, zweimal die normale, einmal die Elf. Man kommt seit sehr selten hinzu, dass überhaupt Exceeds gespielt werden. Wenn nutzt man sich für Pendel Summons von Clipboard oder ebenfalls im Match für die Fusionen. Warum ich nur zwei spiele? Weil die dritte im Ex im Side-Deck ist. Dann zwei MSCs. Es läuft sehr viel rum, was im Backrow kommt. Es wird wieder sehr Backrow-heavy. Selbst Endlock spielt, sei ihre ganzen Predigten, kommt eigentlich immer gut. Dann die Standardkarte. Soul Charge, einfach weil es deine Linde zum Laufen bringt, du bringst die Zepter erneut raus, du kannst die Engine mal wieder starten, du hast so und so den Rekord direkt raus. Der Geki ist selber überhaupt zu dieser Zeit, beste Metakarte und Book of Moon, um den Effekt wieder zu quatschen und einfach alles durchzubekommen. Und für die Draw Engine noch eine. Ja. An Feinkarten spielst du echt wenige. Zweimal Sinister, reicht um das Deck durchzukommen und die Ende zu laufen zu bringen. Drei Cores, die kommen sehr gut in der Kombination mit den Zeptern. Du kannst auch einen gegnerischen Zug machen, dadurch kann er nicht die Calls in Einzug schießen durch die gesetzten MSCs. Und man kann sowohl Konstrukt als auch weitere Schadolmons in die Fusion ausfällen. Ein Core, der reicht vollkommen für die Wasserfusion oder um andere Spielereien in der Endphase zu machen. Und die zwei Stables, TT über schwarzem Loch, weil viel gesagt hier viel Clifford rumläuft, wenn die ihre Scale haben, ihre Pendelmonster beschwören, geht gleich alles flöten und Vanity ist einfach für jedes Match außer Clifford. Dann das extra Deck. Warum noch Pump statt Bank? Nein, Side-Deck. Side-Deck zuerst. Wenn die Ding, wenn Necros angefangen hat, Gummi zu kicken, dann hast du ja ein besseres Gin aus. Frage Worte vom Meister. Auf Zerstörung kannst du nichts mehr machen. Feinkarten 6 TV. Ja, aber da kommt. Mach mal weiter, ich hab nicht so viel Akku. Dann, also zweimal Deku Secker. Ich hab zu viel Normes damit, deswegen kann ich kein drittes spielen. Zwei weitere Handshots liegt daran, gegen was ich spiele. Wenn ich gegen Netto spiele, der zweite Black Raider. Wenn ich gegen Kipper spiele, die zweite Yuki. Zwei Max Silver, der liebsten drei Spiele, haben leider keinen Platz. Und es ist sehr gut gegen Gotellerlein und Mirror Match. Genauso wie gegen Necro. Dann der dritte MST gegen Superdex, der Rayo, sei aber eine weitere Norme sammeln, deswegen spiele ich noch zwei Fehler. Gegen das Clipboard-Matchup, was sehr anstrengend ist, Fischer Doll, drei Feenwind und auch gegen Deco Heavy Dex gegen Senju. Boost von Turn ist eine Karte, die es später jetzt glaube ich finden wird. Die letzte Schadoll-Fusion und ein Mind-Control gegen Necklauf, damit man die Wasser-Fusion besser rausbekommt. Interessant. Dann, ich
bin insgesamt zwei Synchros, einmal Slaid als Killerout und Akanik Magier, um das Feld zu sprengen. Das wurden immer beide gut. Akanik könnte man überlegen, den neuen Zimmer zu spielen, den Glasburger Synchro. Dann komme ich zu meinen Starzeroth Engine. Es reichen dieser Karten aus, Hammer Delta aus, um zu schießen, falls er nicht mehr viel Feldpräsenz hat. Darüber kann er dann den Diamant legen, wenn der Gegner den Finish change, um die zu umgehen oder einfach nur gegen BA und Shadol in der vorteiligen Position zu sein. Und Ouroboros, sehr gut gegen Necklof, du brauchst in die Handkarten, wenn ich die Friedhofkarten, tut immer weh. Als Vierer-Exit spiele ich nur drei Stück. Und zwar kann man hier wählen, ich habe jetzt glaube ich 16 Karten im Extra-Deck, zwischen diesen beiden, Exiton ist eine Pflichtkarte für mich, man kann zwischen den beiden wählen, Castell bringt es in viel Situationen um auszuhaben, Emerald um die Starter auf Engineer zu laufen zu bringen, falls der noch gebraucht wurde. Bei Fusionen spiele ich natürlich die wichtigste Karte, dreimal Konstrukt, wenn ich die dritte finden sollte. Finde ich gerade nicht. Gut. Egal, drei Konstrukte. Drei Konstrukte. Dann zwei Shiginaga, sehr gut gegen Special Heavy Decks. Zwei Winders, eine Wasserfusion. Okay. Das ist so weg, was das Deck zum Laufen bringt. Und ich glaube, eine Wasserfusion reicht, man bekommt es nicht so oft raus. Und wenn man sie raus hat, ist das Game eigentlich eh schon fast vorbei. Zudem spiele ich die Calls, ich kann sie jederzeit wieder rufen, falls es zerstört werden sollte. Alles klar, danke dir. Kein Problem. Abonnieren, check meinen Sponsor ab, dies, das, ihr wisst Bescheid.